Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reisevlog. Ja, in diesem Video widmen wir uns mal ganz dem Thema Mobile Homes hier auf dem Marina di Venezia. Ich warte jetzt noch auf die Anja, die begleitet mich heute und dann geht's auch gleich los. Viel Spaß beim Zuschauen. Anja, wir sind jetzt unterwegs zum Michael. Der Michael, der ist auch bei uns in unserer Reisen, Camping und mehr Facebook-Gruppe. Und der Michael hat da einen extraen Beitrag geschrieben und hat mir gesagt, er hat jetzt hier auf dem Marina di Venezia, ich glaube recht kurzfristig und auch nur für eine Woche, noch eine Lodge ergattern können, eine sogenannte Air Lodge. Das sind ja hier verschiedene Anbieter und die haben alle verschiedene Namen. Und das ist jetzt eine Air Lodge. Und das Geile ist, dass der Michael gesagt hat, wir können mal vorbeikommen, wenn wir mal zu die Lodge so von innen mal filmen wollen. Weil wann kommst du da schon mal rein? Von außen, klar, sieht man sie. Aber von innen wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Das ist mit Sicherheit interessant. Ne? Also ich bin gespannt. Du warst doch hier auch schon mal. Ja, genau. Drin, ne? Also hier in diesem Bereich standen früher die Venezia, meine ich. Und da waren wir mal auch eine Woche untergebracht. Ja, okay. Und hier in dem Bereich müsste es auch sein. Dann bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt. Und das ist mit Sicherheit dann auch für euch interessant. Und hier sind wir jetzt schon so im Bereich von diesen die Lodges. Genau, und so hier um die Ecke müsste der Michael mal Familie auch schon ihr Domizil haben. Ich glaube, weißt du was? Ja, 303, da müssen wir rein. Da können wir gerade hier durch. Ja, das müsste sein. Klopf, klopf. So, guck mal, sieht ja schon sehr nett aus. Hallo. Ihr habt es aber gemütlich hier. Herzlich willkommen. Hallo. Kann ich mich da treffen? So, ja. Hallo. Micha. Hallo, Anja. Genau. Hallo. Hallo. Micha, so. So, der Micha, der führt uns jetzt hier so ein bisschen durch. Deswegen kriegt er jetzt gleich das Mikro. Und dann, Anja, bist du heute mal wieder dabei als Kamerafrau? Also, wie früher, ne? wie damals. Okay, Michael, bevor ich es vergesse, ja. Weil bevor ich es nämlich nachher vergesse, schon mal an der Stelle vielen Dank, ja. Dass wir euch jetzt hier überfallen. Hoffentlich bringen wir jetzt nicht euren Nachmittag durcheinander. Nein, überhaupt nicht. Nee, aber ich finde es auch mal gut, dich live wieder auch mal kennenzulernen auf dem Platz. Und wie gesagt, ich habe jetzt 2 Jahre versucht, hier auf den Platz zu kommen. Und durch einen glücklichen Zufall hat es dann geklappt. Ne? Weil ja, man muss halt einfach fragen und auch Glück haben, klar, muss natürlich. Ich sagen. Das also, war wirklich Glück. Der Micha war gestern oder vorgestern war er schon bei uns gewesen. Hast du dann schon ein bisschen was erzählt? Ihr habt ja schon ein Wohnmobil geordert, ja. Jetzt nicht bekommen und jetzt habt ihr halt gesagt, wir wollen trotzdem auf die Marina und deswegen, ja, dann müssen wir halt mal in Lodge. Weil wir wollten den Urlaub nicht verfallen lassen und dann haben wir gesagt, okay, was bleibt über mit Familie? Die Lodge, ne? Muss ja auch nicht sein, muss ja nicht verfallen lassen. Ich meine, und man kann es echt schlechter treffen. Also eins muss man schon mal vorab sagen, als wir jetzt auch hier gerade so kamen, ist es wirklich, also es sieht alles sehr gepflegt aus. Absolut. Das ist hier sehr grün, auch so ein bisschen schön schattig. Ihr habt es auch von der Temperatur hier ganz anders. Herrlich, ne? Weil hier durch die Sonnenbestattung. Ja. Du kannst oben das Dach noch mal zusätzlich zumachen. Also geht so ein bisschen Lüftchen und so im Schatten. Also ihr hättet es schlechter treffen können. Eben auch hier draußen. Ja. Ne? Also das alles logischerweise dabei. Das gehört dabei. Guck mal, das sind einfach nur die Liegen. Da passt dann zufällig unsere Standdecke drauf. Ne? Okay. Da haben wir dann halt einfach eine große Liegewiese draus gemacht. Chillig. Wenn ich da drauf, ihr oder die Kids? Eigentlich mehr die Kinder. Aber die habt, ich habe es jetzt ja gesehen, schon zwei Jungs. Ja. Okay. Einen Großen, einen Kleinen, aber der Große, wer weiß, wie oft der noch mitkommt. Okay. Der geht jetzt irgendwann seine eigenen Wege. Und dann hat man auch mal wieder ein bisschen mehr Luft. Ja, klar. Kennst du sicherlich. Ja, aber gut, wir sind ja zu siebt noch. Also wird noch ein bisschen dauern. Nee, aber echt schick. Und dann siehst du, ne, du hast hier wirklich, Elternschlafzimmer hat eine Schiebetür, der Haupteingang hat eine Schiebetür und selbst das Kinderzimmer hat eine Schiebetür. Und das ist nicht die teuerste Kategorie, das muss man sagen. Mhm. Das ist hier, sag ich mal, in Häkchen Normalmaß. Okay. Das finde ich schon gehobener Standard, was hier quasi normal ist. Also ist wirklich top, ja. Wegen Lass Türen, uns mal rein. Gehen wir mal rein. Und wegen Türen, ihr habt aber drin ein Klima, ne? Die sind klimatisiert. Deshalb sind die Türen ja zu, weil die Klima muss nicht laufen und die Türen sind auf. Ne? Und dann hast du hier erstmal. Warte, ich mach mal auf, damit ein bisschen mehr Licht reinkommt. Genau, ein bisschen mehr Licht. Oh, da sind sie, ne? Ja, das ist schon schön kühl drin. Ja, da liegen sie schon. Ja, genau. Ne? Draußen ist zu warm. Küche, ja klar. Okay, also mit 4 Personen hast du doch Reicht? Platz. Ich meine, du sitzt ja sowieso draußen, aber wenn es jetzt mal der Fall sein müsste, könntest du auch kein Problem. Und du hast halt 2 getrennte Zimmer, jedes Zimmer hat sein eigenes Bad. Okay. Ja, du kannst dich wunderbar aus dem Weg gehen und das ist ja für 5 Personen ausgelegt, das Haus. Gut,
Geschirr und was weiß ich, alles das ist dabei. Ja voll ausgestattet. Alles, ne? Das ist dabei. Du hast selbst Geschirrspüler, ganz handelsüblichen. Guck mal, alles da. Die müssen nicht mal von Hand spülen. Ja, wobei wir nutzen den nicht, weil für uns, für ein bisschen Geschirr. Und dann ist, was ich hier ganz geil finde, ganz ehrlich, du nimmst dein nasses Geschirr, stellst es hier ab, weil du hast hier so einen Abtropfschrank, wo dann hier das Wasser drauf tropft. Anja, guck mal, das habe ich auch noch nicht gesehen. Deshalb das ist quasi, also das Abtropfgitter ist hier in den Schrank mit integriert. Ja, okay. Und dann machst du einfach mal so, zack, wieder ordentlich. Nicht schlecht. Ja, großer Kühlschrank? Ja, Mann. Mit großem Eisfach. Okay, heute Abend wird noch gegrillt? Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja? Ja, echt? Ja? Ja, also mega. Das ist wie zu Hause. Okay. Hier, bevor ich es vergesse, also ich unterbreche dich immer zwischendurch, weil nur so ein paar Fragen in meinem Kopf sind. Wie ist denn das hier mit Reinigung zwischendurch? Das machen wir selber. Das macht ihr selber? Also, du, warte mal, du kannst es buchen. Also wir haben hier ein Handtuchset mit dabei. Ja. Das ist also ein Badetuch und ein Handtuch. Das ist dann immer schon in der Grundmiete mit drin. Ja. Du kannst aber, glaube ich, Mitte des Aufenthalts, also nach 3 Tagen, kannst du einen Wäscheservice dazu buchen. Okay. Aber sag mal, braucht nicht jeder. Du weißt selber, 5 Euro die Waschmaschine. Ach, oder was? Wir haben heute Morgen haben wir unser Strandhandtuch auch mal wieder gewaschen. Das meiste rein ist ja kein das meiste haben wir die. Wir nutzen eigentlich die hier gar nicht. Ja. Da liegt alles noch original verpackt. Dürfen wir mal bei den Jungs rein? Ja, klar. Hast hier original, noch die Decken, sage ich mal, das ist für die kältere Zeit. Okay. Ansonsten jetzt für die warme Zeit ist das die Decke noch extra. Okay. Aber guck mal, das sind so halt die Sets, die dann halt pro Bett dabei sind und wir nutzen die nicht. Okay. Das ist also standardmäßig dabei und das kannst du dann nochmal extra buchen, dass das ausgewechselt wird. Also drei, das ist jetzt eine Lodge für drei? Für 5 Leute, 5 plus Personen. Plus 2, also jetzt im Elternschlafzimmer, genau. Sage ich jetzt mal, für 5 Personen. Richtig. Und wie gesagt, hat sich's hier? Gut. Und vor allen Dingen, die Kinder haben ihr eigenes Bad, was sie auch selber sauber machen müssen. Ne? Dürfen wir reingucken, Jungs? Los, geht weiter. Ja, cool. Also nicht nur Duschbad, sondern auch mit Toilette. Schöne große Dusche. Und Dusche mit Disco-Beleuchtung. Okay. Leute! Nee, ist echt ein ich sag's jetzt ehrlich, ich war noch nie in so einer Lodge oder Mobile Home drin gewesen. Habe ich mir fast gedacht, weil ich verfolge deine Videos schon seit über einem Jahr. Ja. Und so eine Lodge wurde nicht vorgestellt. Und deshalb bin ich so auf die Idee gekommen, du, ich frag dich einfach mal. Ja, ja gut, es ist halt so, ich hab's im Video auch schon ein paar Mal gesagt, es ist halt so, ich versuche natürlich viel von außen zu filmen. Ich versuche natürlich immer in Zeiten zu filmen, wo nicht so viel los ist. Eben. Du willst die Leute ja nicht belästigen und so. Aber wann hast du mal die Möglichkeit, dass dann einer sagt, ja klar, komm mal rein und guck mal, wie es von innen aussieht. Ja. Okay, also vielen Dank für die Zimmerführung. Weitermachen. Also beim Nichtstun weitermachen. Naja, ja, weil das ist ja eigentlich immer relativ klein. Fernsehen? Ja. Und du hast auch hier ja, hast hier nicht. Anja, komm mal rein, mach mal Tür zu. Damit wir Eltern auch mal abends chillig. Weißt du, was das ist? Naja, ein Bluetooth-Lautsprecher? Box? Nee, da ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Okay. Mit? Das ist ein Beamer. Beamer? Nein. Ein Akku-Beamer. Ja, so hast, okay. So hast du halt einen wunderbaren Fernseher. Die Kinder können dann auch mal notfalls daddeln. Und das Schöne ist, der hat einen Akku, hält bis zu 6 Stunden. Den stellst du dann mal draußen auf den Tisch. Okay. Leinwand habe ich im Auto, weil ich sie hier nicht brauche. Und dann hast du auch mal Ruhe. Okay. Also hier, wenn es jetzt vielleicht mal der Massimo sieht, ne, wäre eigentlich so ein Verbesserungsvorschlag für die Lodge, müsste eigentlich eine Standardausstattung sein. Wobei, ja, die kosten halt ein paar Euro. Ne? Ja, ist klar. Aber ich meine, das ist übertrieben. Ne? Im Urlaub, wer sagt, viele sagen, ich brauche keinen Fernseher, nichts. Ja. Sag ich normalerweise auch. Aber irgendwann nerven die Kinder und die wollen halt mal nicht nur auf Keine dem Handy. Frage. Und dann bist du halt froh, wenn du sagst, du machst das Ding an, haut euch davor. Ja, klar. Ja, dann sind sie super entspannt. Coole Geschichte. Jetzt gucke ich gerade hier auch. Also das Schlafzimmer hier ist auch das wirklich, Schlafzimmer. Vor allen Dingen ist es schön gemacht alles. Also ja? Das fällt mir wirklich auch gut. Auch gepolstert? Okay. Ja gut, jetzt ist quasi drückt, oder? Standard? Na, ich merke mir mal den Schalter nicht. Nee, den nicht. Pass mal auf. So. Ah, okay, mit Rotlicht. Hey. Nee, pass auf, mit Wechsellicht. Ach, mit Wechsellicht. Und das ist so schön, wenn du die abends diese Tür nicht richtig zumachst. Und das Licht scheint immer in verschiedenen Ach so, Farben. Okay. Okay. Herrlich, sag ich dir. Okay. Ja, aber sag mal, das ist ein Gimmick wieder, wo du sagst, ja? Ja. Nicht schlecht? Ja. Nee, also wirklich kann man nichts sagen. So, wie finde ich den Schalter? Ach, da unten. So, zack. Und guck mal, das ist auf engstem Raum, aber es ist nicht beengt. Nein. Wie gesagt, von was reden wir in der Regel? Hier bist du auch zum Pennen abends drin und so weiter. Du bist auch einen ganzen Tag draußen. Und dafür also dicke ausreichend. So, und jetzt hast du gesagt, warte mal, jetzt haben wir hier drin alles gesehen. Schlossführung, genau. Ein jetzt Highlight, hast du gesagt, Highlight noch. Kommt ja. noch. Da bin ich mal gespannt. Highlight kommt jetzt noch. Alle für mich, weil ich nutze das fast ständig. Weil die Terrasse, wenn du jetzt mal runterfilmst, ist schon groß. Ja, das ist aber dicke Platz genug. Schau mal, was hier ist. So, bitte mal rumschwenken.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Guck mal. Schau dir das an. Du kommst vom Strand, du musst dich nicht sandig reinnehmen. Du stellst dich hier abends auch mal runter oder einfach mal so, die ist warm, stellst dich einfach drunter und musst nicht reinlaufen. Open-Air-Dusche. Geil. Ja, und trotzdem hier schön geschützt. Ja. Ne? Also ich meine, nein, absolut. Brauchst auch keine Angst haben vor den Blicken von Nachbarn. Ja. Also wirklich sehr, ich finde es sehr geschmackvoll und sehr schön gemacht, doch. Und wirklich, das musst du sagen, ist bezahlbar. Wir haben ja früher auch viel Pauschaltourismus gemacht. Ja. Und da liegen wir preislich wesentlich günstiger, als wenn wir jetzt mal diese Saison Mallorca darfst du mal jetzt nicht nehmen, aber sag ich mal so 2019 noch mal so als Maß genommen. Ja. Liegen wir hier, aber sag ich mal so im Schnitt 600-700 günstiger. Echt? Für den gleichen Zeitraum. Gut, du musst natürlich hier Essen alles selber machen. Okay, ja, ist klar. Ja, ja. Ja. Gut, weißt du, das ist ja das. Wir haben uns auch letztens hier schon unterhalten. Also wir brauchen uns keine Gedanken drüber zu machen, die sind teuer. In der Hauptzeit sind die Lodges, die Mobile Homes, sind schon teuer hier. Wenn du dann natürlich, fährst selber mit dem Auto an, Sprit, Maut, was weiß ich, wie du gerade sagst, du hast nur die ganze Verpflegung. Wenn du das alles zusammenrechnest, kannst du wahrscheinlich auch einen anderen Urlaub woanders machen. Denke ich. Gibst da das Geld aus und hier. Ja, genau. Also deswegen. Aber ich habe auch, du kannst doch mal die Kinder fragen, was gefällt euch besser, in so einer Hotelanlage zu sein oder hier? Und da haben die ganz klar gesagt, Papa, hier. Alles ganz klar, weil sie können den ganzen raus und die Kinder kannst du laufen lassen. Ja, du musst nicht Angst haben, dass sie großartig wegkommen. Eben, weil was du ja hier dabei hast, ist wirklich das Drumherum. Genau. Aquamarina Park, alles. Strand. Die und du hast ein Ausgänge bewacht. Wenn ein Kind über übers Gate reinkommt und vielleicht durchs verkehrte Gate geht, du hast überall deine Security, die fragst du und dann sagen sie dir genau. Oder also hier geht keiner verloren. Die rufen sogar an der Rezeption an und es kommt jemand her oder das Kind wird gebracht mit dem Buggy. Ja. Also, das ist der Wahnsinn. Wir hatten letztens den Fall gehabt, vielleicht auch mal so ganz, ganz interessant, auch für den Rest, die auch gerade mit kleineren Kindern so auf den Marina mal kommen wollen. Denen ist ein Kind abhanden gekommen und da waren die vorne bei der Rezeption und die machen dann quasi hier so, die laufen ja alle mit Funkgeräten rum, so einen Rundruf und da kriegt das jeder. Also von, ich sage jetzt mal übertrieben, von Putzfrau bis Security kriegt jeder diesen Rundruf mit. Also die haben gesagt, ruckzuck hatte irgendjemand das Kind gesehen und war wieder da. Also und das läuft wirklich ab. Der Wahnsinn, weil ich auch gesehen habe, wenn du mit einem Flugzeug anreist, hast du ja, glaube ich, auch irgendwie von mir, dann werden die mit den Golfkarts zu ihren Unterkünften gefahren. Ja, ja, klar. Hallo, wir sind hier auf einem Campingplatz. Überleg mal, wir sind auf einem Campingplatz. Aber, und du wirst mit einem Golfkart gefahren. Aber, Michael, 5 Sterne. Ja, gut. 5 Sterne, weißt du? Wie gesagt, ich habe dir auch wir haben jetzt auch noch in der Woche davor andere Erfahrungen mit einem 5-Sterne-Platz gemacht. Ja, ja. Kein Vergleich. Also das darfst du hier nicht als Maßstab nehmen. Das ist also schon Schwertspitze. Die geben sich hier alle Mühe. Die sind hier alle sehr freundlich. Wenn du ein Problem hast, jeder hilft dir. Also deswegen, es hört sich immer so an. Manche denken so, ich werde bezahlt hier von Marina di Venezia, weil ich hier berichte. Bestimmt nicht. Das ist meine Erfahrung, die ich da wiedergebe. Du bzw. dein Kanal ist für mich, was den MDV angeht, absolut der Kanal, den man sehen muss. Ja. Weil es gibt keinen Kanal, der so detaillierte Informationen hier über den... Nein, ist so, muss ich dir... Nein, aber ohne Scheiß, es ist wirklich so. Und ich verfolge ja viele YouTube-Kanäle, aber du bist derjenige, der den MDV wirklich von oben bis unten, jede Seite irgendwo widerspiegelt. Ja, ja, klar. Ja? Also ich kann jedem empfehlen, wenn jemand noch Informationen haben will, besucht seinen Kanal, ohne Scheiß. Und ich werde dafür auch nicht bezahlt. Das ist meine Meinung. Ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt finden können. Also, ich habe es jetzt vorhin schon mal gemacht. Jetzt denke ich sogar noch mal dran. Vielen Dank, dass ihr uns das gezeigt habt. Weil ist mit Sicherheit für viele andere auch interessant. Und dann kommt es im nächsten Video. Vielen Dank. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns ja bestimmt noch. Ja, auf jeden Fall. Alles vielleicht noch mal auf ein Bierchen. So sieht's aus. Ciao. Ciao. Und Anja, was sagst du? Ja, ich glaube, da kann man ganz gut Urlaub machen. Echt nicht schlecht. Vor allen Dingen, ich sag mal, von außen, weil man ja so die Dimension nicht sehen kann, wirkt das eigentlich gar nicht so groß. Ne? Mhm. Aber ich meine, zwei Zimmer, Küche und vor allen Dingen... Zwei Bäder. Das mit den zwei Bädern fand ich mega, das muss ich wirklich sagen. Also das ist natürlich toll, weil ich meine, ist ja schon schön, wenn die Kinder dann nicht durchs Schlafzimmer da müssen, um mal auf Toilette zu gehen. Ne? Das fand ich wirklich gut. Und damit sind wir am Ende unserer Besichtigungstour, unserer Vorstellung von einer Air Lodge hier auf dem Marina di Venezia. Ich hoffe, das war jetzt für euch so interessant wie für mich. Also ich fand es jetzt mega, dass wir da mal reingucken konnten.
Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Reisevlog. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao.